Und damit herzlich willkommen zurück zu Red Metal Cat, The Good, The Bad and The Ugly. Ich bin Maurice, The Good, The Bad ist heute der Andreas, hallo. Ja, hallo, dann fehlt ja eigentlich noch der Dritte im Bunde. Ja, John Marston ist der Ugly. Ja, perfekt. Oh, Mann, Mann. Herrlich. Heißt das nicht eigentlich The Ugly? Ach Gott, Englisch, why you so complicated? Dabei ist doch für Englisch eigentlich... Deutsch wesentlich schwerer. Ja, wollte gerade sagen. Und von Japanisch fangen wir jetzt gar nicht erst an. Ach Gott, oder Chinesisch mit seinen 5 Milliarden Dialekten. Ja, ja. Es ist ja schon... Ach, das ist im Japanischen schon so schlimm, dass du mehrere Schriftarten dann da hast, die vereinfachten, die direkt ein ganzes Wort oder Satz dann bedeuten und dann extra noch die Schrift dann, um Fremdworte zu integrieren und ach Gott, das ist alles so. Wer hat das ausgedacht? Ja. Niemand Cleveres auf jeden Fall. Jemand, der es kompliziert mag. Ja. Mit Stäbchen essen ist ja auch stilvoll, aber ich find's auch unpraktisch. Ja, oh Gott, wir haben gestern Sushi gegessen. Und wir haben gesagt, das ist die Stäbchen-Challenge 2000 heute. Und die Hälfte der Sushi sind auseinandergefallen, als wir so da waren. Ich weiß noch, wo ich zuletzt in einem japanischen Restaurant war, dann hatten die irgendwie so dicke Hähnchenstücke und die irgendwie mit den Essstäbchen aufzulesen, das war schon schwierig. Normalerweise sind das ja, ich sag mal, schöne Häppchen, die man noch irgendwie bequem mit den Stäbchen hochheben kann. Aber das Ding war so fett. Das war schon krass. Ja. Wie kommen wir jetzt von Western auf Japanisch? Aber es gab doch diesen einen japanischen Western-Film, wo Tarantino sogar eine Gastrolle hatte. Wie hieß denn der Film nochmal? Ich hab den noch nie gesehen, aber ich hatte immer Interesse, den zu gucken, einfach weil das so obskur ist. Ja, dann musst du auf jeden Fall jetzt mal rauskriegen, wie der Titel war, weil das interessiert mich jetzt auch, das wusste ich gar nicht. Obwohl ich vielleicht den Titel mal gehört habe, aber ich bin mal gespannt. Warte, ich gucke gerade mal nach. Sukiyaki Western Django heißt der Film. Okay. Ja, und da hat Tarantino eine Gastrolle. Das ist ein japanischer Westernfilm, was schon obskur genug ist. Ja. Aber dann ist halt Tarantino nochmal drin. Japanischer Westernfilm, krass. Das ist übrigens der deutsche Titel. Unter dem müsste man den auch unter Amazon finden. Moment, ich guck mal nach. Ich habe gerade Bock, den mir zu holen. Ja, ich bin... Ja, den kriegt man für 13 Euro, die DVD. Okay. Und die Blu-ray geht für doppelt so viel raus. Ich bin aber auch jetzt verdammt neugierig. Ja. Japanischer Western, das kann ja nur schief gehen. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Die habe ich auch vermisst. How's your father? Ja. Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Erinnert da an die. Was könnte womöglich passiert sein? Ja. Erinnert an die Anfänge vom Hauptspiel, wo man noch die ganze Arbeit auf der Farm gemacht hat. Ja. Oh, ich liebe die Mission, wenn man die Kuhherde eintreiben muss und auf einmal hinter einem das Gewitter losgeht. Ich wollte gerade sagen, mit diesem Wetterwechsel dann. Oh, das ist sowas von atmosphärisch. Ja, man fliegt praktisch vor dem Wetter. Das ist schön. Ich gucke ja hier das jetzt über YouTube und unten wird mir empfohlen, doch Ballad of Gay Tony anzuschauen. Ja, natürlich. Aber nicht, solange ich es nicht gespürt habe. Yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. So, jetzt sollen wir die Scheune infiltrieren. Ja, was mögen wir darin wohl finden? Ja, nichts Gutes wahrscheinlich. Es ist halt wirklich blöd. Also, zum einen sind Klischees blöd, aber zum anderen sind sie auch so wahr, weil die ja erst entstanden sind, weil das so oft benutzt wurde. Das Feuer sieht übrigens absolut geil aus. Es sieht zwar unrealistisch aus, wie das Ding gerade in Flammen steckt, aber das Feuer an sich selbst sah geil aus. Ja, das Feuer hätte ich auch jetzt keine
ja, nichts großartig Negatives zu gesagt, aber das Holz, das müsste sich ja eigentlich normalerweise auch durch die Flammen ein bisschen verändern, ein bisschen glühen an manchen Punkten. Das ist natürlich dann etwas seltsam. Ja. Schöner Schuss. Das Ding ist, das habe ich dir schon mal gesagt in unserem Podcast damals. Einmal passiert es hier während der Aufnahme, dass ich das mache, den Typen erschieße und dann sagt sie mir, ich wollte nicht, dass sie den erschießen. Und vielleicht wird es irgendwo angezeigt, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, aber ich war da so irritiert, dass ich da nichts bekommen habe für. Mann, oh Mann. So, du darfst jetzt klettern. Ja, ich kannte den Weg zum Glück noch. So halbwegs. Ja. Das hat ja schon fast Assassin's Creed-Züge. Ha. Komm mir nicht mit Assassin's Creed, mein Freund. Ach ja, die Serie ist gestorben. Punkt aus. Ja. Ach Gott, ich... Teil 4. Nee, also vielleicht irgendwann mal 24er. Aber das ist dann auch so das Maximum. Ich hätte den Dreier nicht spielen dürfen. Ich meine, die davor auch nicht, aber der Dreier war das Schlimmste überhaupt. Ja, ich fand, jedes Scheißseil hat den Schuss abbekommen. Ja. ein sehr stabiles Seil, also sollte man sich einsacken. Ja. Ist ja auch noch aus Hanf gemacht. Ist das nicht bis heute der Fall? ich wollte einfach nur einen Drogenwitz reinbringen. Ja, dabei... Das darf bei uns nicht fehlen. Ja, ja. Wobei ja Hanf nicht gleich die Droge ist, also... Gibt trotzdem... Oh Gott. Wir hatten noch letztens im Internet gesehen, es gibt einen Hanf-Energy-Drink, aber das hat auch nichts mit der Droge zu tun, auch wenn die Hanf-Auszüge drin haben, aber leider nicht mit der Droge. Ach Gott. Wieso denn sowas überhaupt anteasern hier? Ja. Ja, das ist so, als wenn du einen Drink Kokain nennst. Ja, ich dachte mir auch erst so, boah, das sieht ja spannend aus, da müssen wir mal gucken, dass wir uns das hier irgendwie besorgen. Ich meine, ich wohne hier an der Grenze zu Holland, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber nee, war leider nur Fake. Ja, und leider müssen wir ihn. Du wirst gleich sehen, ich glaube, ich versuche ihn noch zu fesseln. Ich wollte gerade fragen, kann man ihn nicht einfach fesseln? Nee, es bringt leider nichts. Du siehst, das Seil prallt immer wieder ab bei ihm. Das finde ich jetzt so ein bisschen inkonsequent, weil ich meine, man kann seine Frau und sein Kind kann man fesseln und dann da liegen lassen, aber warum nicht ihn auch? Ja. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so ganz von der Story her. Es wäre schön gewesen, wenn man beide Optionen gehabt hätte. Auf jeden Fall. Hast du ja gesehen, ich habe es versucht. Ja. Ich wollte es wirklich machen, aber Gott, das Spiel wollte nicht. Ja, das finde ich immer schade, weil es hätte ja definitiv reingepasst. Hätte ich cool gefunden, wenn man beides machen könnte. Ohne, dass das Spiel das einem auf die Nase bindet, dass man diese beiden Möglichkeiten hat. Ja. Ach, die Musik gerade war so schön traurig. Natürlich den falschen abgeschossen. Ja. Aber gut, wahrscheinlich war er schon gebissen. So und die Gegner droppen nur Munition, wenn sie auch A, wirklich eine Waffe bei sich hatten und B, so ein X dann entsprechend auf der Karte angezeigt wird. Mhm. Du wirst mich öfter sehen, ich habe das viel zu spät gecheckt, dass ich Leichen plündere, wo nichts passiert und ich mich frage, weshalb, bis ich dann das halt wieder mit der Karte bemerkt habe. Achso, dass es dann angezeigt wird, ja, okay. Ja. Ja, sie ahnt es wahrscheinlich schon. John, you always do bring sunshine to my life. Die Aussage dann. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well. Etwas, was ich bei Rockstar Games auch immer so interessant finde,
die Helden, die sie schaffen, sind meistens echte Arschlöcher und optisch auch nicht unbedingt das, was jetzt einen Schönheitspreis gewinnen würde. Mhm. Das stimmt, die haben immer sehr ungewöhnliche Helden. Ich meine, guck dir allein mal das Dreiergespann aus jetzt dem Fünfer an. Ich meine, das ist ja wirklich, keiner von denen ist der typische Held. Ja, also klar, man spielt halt Verbrecher. Dass die ein bisschen anti sein müssen, ist okay, aber dass jetzt halt zum Beispiel auch Trevor einfach so ein verrückter Hillbilly-Typ ist, der halt auch entsprechend jetzt nicht das schönste Gesicht hat. ich finde das immer interessant, dass Rockstar Games da sagt, man muss jetzt hier nicht den super heißen Blondie spielen, sondern ja, da konnte ich nicht wissen, wer jetzt was ist. Musste da erstmal warten. Ja. Ist ja genauso auch die Charaktere, die in Max Payne 3 dann sind, die wirken aber dadurch auch deutlich realistischer, dass sie da nicht so immer absolute Schönlinge oder so haben. Ja. Zugegeben, jetzt so ein Marcus Phoenix ist jetzt auch nicht unbedingt der heißeste Typ. Ach, nee. Aber was, also hauptsächlich auch aus Japan teilweise bekommen. Das ist ja schon, Ja, die typischen Männerrollen, wo man sich manchmal fragt, ist das nicht doch eine Frau? Ja, ja. Und ich glaube, ich wechsle das Outfit gleich mal. Ja. Ich habe ja vorhin schon zu dieser geilen Jacke gewechselt. Die finde ich auch am besten. Alle anderen Outfits habe ich jetzt nicht so lang an, weil ich das mit diesem Jackett cooler finde irgendwie. Ich mag eigentlich das Poncho ganz gerne, aber... Geschmackssache. Das habe ich in Mexiko dann an, entsprechend natürlich zum Setting. Ja, okay. Gut, dann soll's das gewesen sein. Jo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.